Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir wollen heute Marmelade im Cook It kochen. Wenn der Sommer sich draußen schon nicht blicken lässt, wollen wir uns jedenfalls den Sommer aufs Brötchen holen. Dafür machen wir heute Kirschmarmelade. Wir brauchen Kirschen, Gelierzucker, Vanillezucker und Zitronensaft. Zuerst mal kommen die Kirschen in den Cook It. Das Universalmesser hatte ich vorher schon eingesetzt. Wir gehen dann auf manuelles Kochen, wählen das Universalmesser, Stufe 13 für 20 Sekunden. So, dann schließen wir den Deckel und verriegeln ihn und starten das Zerkleinern. So, so sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt nehmen wir das Universalmesser raus. Setzen den 3D-Rührer ein. So. Dann schaben wir die Früchte noch einmal ein bisschen runter. Ich nehme dafür einen anderen Spatel, weil mir der vom Cook It einfach zu steif dafür ist. Da hat Bosch sich leider nichts Gutes einfallen lassen. So, jetzt geben wir den Vanillezucker hinzu. Und den Gelierzucker. Machen den Deckel wieder zu, gehen jetzt auf den 3D-Rührer bei 100 Grad auf 4. Für, nehmen wir 20 Minuten. So, nach 5 Minuten geben wir noch etwas Zitronensaft hinzu. Und los geht's. So, die ersten 5 Minuten sind um und ich wollte euch einfach mal mitnehmen, wie es jetzt aussieht. Sieht schon gut aus. Jetzt noch schnell den Zitronensaft dazu geben. Der ist quasi nur dafür da, dass die Kirschen oder die Marmelade nachher schön rot bleibt und nicht braun wird. So, jetzt das Ganze nochmal für 15 Minuten weiterköcheln lassen.
So, die letzten Sekunden sind angebrochen. Ich habe in der Zwischenzeit den Messbecher auch mal rausgenommen. Man soll ja Marmelade ohne kochen. So, da bin ich mal gespannt. Oh, da läuft noch eine ganze Menge Wasser wieder in die Marmelade. Und so sieht sie jetzt aus. Doch lecker sieht sie wirklich aus. Mal sehen, ob sie auch so gut schmeckt. Sehr lecker. Sehr heiß, aber auch sehr lecker. Ich habe in der Zwischenzeit noch die Gläser vorbereitet, heiß ausgespült bzw. in heißes Wasser gestellt und werde jetzt einfach mal die Marmelade umfüllen. Wer Lust hat, kann sie noch mit Schokostückchen oder Zimt oder ähnlichem verfeinern. Wir lassen sie jetzt mal pur, mal sehen, wie sie dann schmeckt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein.